Ja, hallo und herzlich willkommen zu Rasieren mit Meerschweinchen. Nein, Spaß beiseite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Klaus rasiert sich. Irgendwie gehen mir gerade so meine halb getrockneten Haare auf den Senkel. Die stehen hier so. Nee, ich glaube, ich brauche mal wieder dieses Friseur. Ne, kriegen wir nicht weg. Also gibt es auch eine Frankenstein-Frisur. So, wie dem auch sei, aufhören zu quatschen. Ich habe mir was anderes ausgesucht und zwar den Pearl Classic Safety Razor Made in India. Product of India. So, machen wir mal hier auf. Hier ist eine Leihgabe von Jens. Hier haben wir mal ein Tüchlein dabei. Hier haben wir einen Shaving Guide für alle Leute, die keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Gehe ich zumindest von aus. Ja, Pre-Shave Scrub, Shaving Bowl, Safety Razor, Klinge und so weiter, Base. Ja, ist im Endeffekt eine Anleitung. Wie, was, wann, wo, warum und wieso. So, Top-Karton-Deckel nach hinten. Das da raus. Und da haben wir das gute Stück und ja. Der erinnert uns jetzt an eine Mühle. Seitenansicht. Kopf auch recht identisch, zumindest optisch. Muss jetzt gestehen, ich glaube, ich habe gerade keinen Mühlekopf in der Nähe. Nee, habe ich gar nicht, aber mal gucken. Vielleicht in den Kommentaren wie ein Vergleichsbild oder hier mal kurz eingeblendet. Schauen wir mal. So, wie dem auch sei, das ist der Rasierer. Fühlt sich erstmal recht normal an. Ja, befeuern tun wir das heute mit einer Gillette Permasharp. Habe ich mal so ein paar von gekauft und naja, mal schauen, wie sie so sind. So, von Jens habe ich da noch Gron. Rasiercreme für eine sanfte Rasur. Er hat mich vorgewarnt, die Rasiercreme ist so ein bisschen zickig. So, ich habe dann hier noch eine Omega-Borste im Wasserbad. Die lässt sich da gerade schon ziemlich gut gehen. Und Noxermacool Carbon. Muss ja nicht immer dasselbe Aftershave Balm sein. So, fangen wir mal an. Machen wir hier den Pappkarton auf. Eine Permasharp daraus. So, Verpackung ist jetzt erstmal ganz unspektakulär. Hobel auf. Kantplatte beiseite. Griff beiseite. So. Dann mal das gute Tierchen. So, und wie ich ja immer so gerne zeige oder sage, auch dieses Ding ist ja wahrscheinlich vermeintlich. Ja, kriegen wir das irgendwie hin da? Wieder, ja, ich nenne es jetzt einfach mal laserbeschriftet. Steinigt mich, wenn es falsch ist. Interessiert mich nicht. Für mich ist das laserbeschriftet. So, Spaß beiseite. Klinge sitzt auf der Deckplatte. Der Griff geht baden, die Kantplatte hinterher. Den nassen Griff hinten drauf. Ich habe gerade keine Kunststoffscheiben. Ich habe dem Jens meinen Vorrat gegeben. Ich muss mal gucken, mal morgen mal im Baumarkt vorbei und mir mal was Neues, also ein paar neue holen. So, man kann das Ding hier provozieren. Aber immerhin schon mal die Mittelschraube. 5 mm groß. Aber wenn man das sanft ansetzt, sind die Schneiden auf beiden Seiten eben oder gleichmäßig.
Hoffen wir mal, dass es nicht so ein Desaster gibt wie mit dem Fatih Piccolo. Nicht Piccolo, mit den Fahrtipps an sich. Ich meine, ich habe ja jetzt Jens seinen meinen und eigentlich sind die beide nicht gerade der Brüller. So, reine Borste, sorgt schon ein bisschen vor. Die melken wir mal aus, ganz sportlich. Neues Wasser können wir uns immer noch dazu holen. So, die Rasiercreme. Flupp-di-wupp, hier mal so eine ordentliche Portion. Hanf und Hopfen. Da, Hemp and Hops. Also Hanf und Hops, Hopfen. Die läuft hier runter wie, naja. Ab in den Pinsel damit. Und bin ich mal gespannt, wie zickig das Zeug ist. Wir haben eine kurze Pause. So, gut, Creme. Ach du Scheiße. Ich war jetzt nur 2 Minuten draußen, eben in der Küche. Und hier fällt alles in sich zusammen. Gut. So, noch ungefähr die gleiche Menge. Mein Jens hat mich vorgewarnt. Aber es zerfällt schon wieder. Also eigentlich macht der Schaum jetzt schon keinen Spaß mehr. Also ich glaube, das ist ja, mein weltschlechtester Schaum, den ich bisher hatte, aber also ohne jetzt übertreiben zu wollen, also ich glaube, selbst mit einem Nivea Rasierstick hätte ich jetzt schon deutlich mehr Schaum im Gesicht wie das. Also es ist ja, sobald man aufhört, fällt das Zeug zusammen. Da kannst du echt eine Wange einschmieren, rasieren und man kann ja einen Pinsel in der Hand lassen, ziehen, pinseln. Also tut mir leid. Also wer das Zeug Rasierschaum, Rasiercreme genannt hat, oder ist es überhaupt keinen Sinn, da Schaum rauszukriegen? Naja, wie dem auch sei. Permasharp im Flexi. Ich bin gespannt. Komm. Auch wenn er noch so schlecht ist. Bis oben an den Rand. So, Pro, sie funktioniert so, naja, Contra, wer Spaß am Schaum hat, ist hier falsch. Definitiv falsch. Gut, schmieren wir uns das Gesicht nochmal mit diesem gottlosen Zeug ein und das geht sofort wieder in die Postausgangskiste vom Jens. Also da werde ich ihn gleich echt nochmal fragen, ob er mich verarschen wollte. Also, von der Schaumperformance her die weltschlechteste. Das ist er schon mehr. Also echt.
Gut, also so nach diesem entschäumenden Ereignis, ich tauche mal ab, hole mir noch die restliche Jauche aus dem Gesicht und dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Wisst ihr, wo ich mich jetzt gerade bei verarscht fühle? Also der weggespülte Schaum im Waschbecken ist deutlich mehr wie das, was ich gerade im Gesicht hatte. Aber naja, so weit, so gut. So, ich habe Blut geleckt. Ja, was soll ich sagen? Die Kron. Lass die Finger davon, taucht nichts. Punkt. Ende. Also, wer Schaum nicht mag, soll sie probieren, aber ansonsten gibt dein Geld für was anderes aus. Kann ich nicht anders sagen. Ist einfach so. Ist aber meine persönliche Meinung. Wie ich immer sage, andere Gesichter, andere, aber nein, Schaum kriegst du damit auch nicht besser hin. Und ich behaupte mal, ich bekomme mit meinem Wasser hier eigentlich jede Seife und jede Creme vernünftig aufgeschäumt. Okay, gehen wir weiter zum Omega Pura Cetola. Ne, doch, Pura Cetola. Pure Borste, halt nur auf Italienisch. Funktioniert schön, das Ding, tut seinen Job. Kann ich eigentlich ohne Schmerzen weiterempfehlen. Toller Pinsel. Also müsste auch zu der einfachen Kategorie gehören. Ich habe ja noch einen grünen und so einen klaren mit gelbem Absatzangriff. Also von Omega funktionieren alle an sich ganz gut. Also lässt sich da nicht viel sagen. Ist aber letzten Endes relativ normale Supermarktware. So, der Pearl Flexi. Ich wurde gewarnt, pass auf. Ich hätte besser zuhören sollen oder weniger wollen dürfen. Also die Glätte hat ja vor ein paar Tagen die Tretfalken Carbon auf dem Gesicht. Die war glatter und nicht so, aber auch in einem anderen Hobel. Also die Gesamtkombination aus Hobel, Klinge, wobei der Schaum war da besser. Also sind wieder viele Unbekannte heute, leider. Klinge, Hobel und letzten Endes der Schaum ist eigentlich wieder zu viel des Guten. Aber auch solche Sachen muss ich euch mal zeigen. Deswegen, ich habe es schon mal erwähnt, irgendwann mal, wenn ihr was ändert an eurem Setup, ändert eins. Nehmt einen Hobel, der gut funktioniert, wechselt die Klinge, ist die Rasur danach schlechter als für gewöhnlich mit anderen Klingen, wisst ihr sofort, pass auf, die Klinge funktioniert in dem Hobel schlechter. Oder ist sie außergewöhnlich gut, wisst ihr, pass auf, die Klinge sind in dem Hobel besser wie Punkt, Punkt, Punkt. Ist ja auch egal. So und selbe gilt für den Schaum. Ich weiß jetzt nicht, ob es explizit am Schaum liegt, aber bei drei Unbekannten, der Hobel neu, Klinge neu, Schaum neu. Ich würde es jetzt gerne auf den Schaum schieben, weil der hat ohnehin keinen Spaß gemacht. Aber nein, ich schieb's nicht auf den Schaum. Heute war zu viel Neues bei. So, was dann heißt, die Permashub kommt in einem bekannten Rasierer und die nächste Rasur, also ich mache jetzt hier mit dem Pearl, auch am besten 4 Stück. Und bei der nächsten Rasur kommt wieder was Bekannteres in den Rasierer rein. Genauso wie eine bekannte, gut brauchbare Rasierseife. Und dann sollte sich, glaube ich, ein Ergebnis reproduzieren lassen, was dann für mich zumindest repräsentativ ist, wo ich sagen kann, pass auf, Hobel ist doch ganz gut oder doch, naja, eher weniger. Ich habe schon einen Tipp gekriegt, ich sollte die Derby Premium Schwarz nehmen. Die kommt dann wohl beim nächsten Mal rein. Und dann schauen wir mal weiter. So, gut, Hobel Klinge. Noxerma, eigentlich brauche ich einen Wundverband, so wie ich gerade aussehe. Aber egal, haben wir hier einen guten Schluck drauf. Cool Carbon, ich sag mal Kohlenstoff, naja, aber ich meine, man muss sich einen coolen Namen einfallen lassen. Cool und Carbon, passt gut zusammen. Also es ist definitiv etwas Menthol drin. Und Eukalyptus würde ich behaupten. Ja, riecht nämlich schön danach. Gut. Sollen wir jetzt auch reichen? Ich gehe jetzt meine Wunden lecken. Ah ne, gehe ich noch nicht. So. Und zwar kommen wir wieder zu meiner Flop-Devop. Machen wir mal heute so rum oder das heute. So, Bildschirmrekorder. Starten.
So, dann haben wir die heutige Rasur. Rasierer, kommt heute der Pearl Classic. Nein, das ist bearbeiten. Ich muss neue Rasur. Genau, Rasierer wählen für heute. Pearl Classic Safety. Klinge wählen. Das war eine Procter & Gamble Gillette Permasharp. Der Pinsel war ein Omega reine Borste Rot. Pre-Shave hatten wir nicht. Schaum wählen. Das war heute das erste und letzte Mal die Grohn Rasiercreme. Ein Aftershave hatten wir auch noch. Xermacool Carbon. Zusätzliche Pflege gab's nicht. So, und das Einzige, was heute zufriedenstellend war, ich bin rasiert. Das war's dann aber auch schon. Das ist nicht schön, das ist nicht toll. Die nächste Rasur zögert das letzten Endes wahrscheinlich um knapp einen Tag mindestens hinaus. Also nach zwei, dann anstatt nach zwei, dann nach drei Tagen. Von daher gibt es heute nur einen Stern. So, finde den Fehler und das kommt demnächst. So, einmal auf Speichern, einmal auf Überspringen. Die Rasur ist drin. Somit kann ich auch die Aufnahme wieder beenden. Ja, Teledorf kommt beiseite. So. Und was lernen wir aus der Sache? Experimentiert nicht zu viel. Lasst mich das machen, dann sehe ich so aus und nicht ihr. So, wenn euch das hier gefallen hat, lasst unten gerne einen Kommentar da. Unten könnt ihr auch noch kommentieren, abonnieren, diskutieren. Einen Daumen nach oben wäre auch eine tolle Sache. Könnte ich auch mal zwischendurch gebrauchen. Ja, und dann kann ich euch nichts anderes mehr wünschen, außer noch ein schönes Restwochenende. Bis bald.